Traurige Kites hier am Brandenburger Strand beim Kitesurf Cup Sylt. Auch an Tag 5 reicht der Wind nicht aus, um Wertungen zu fahren. Und der ein oder andere fragt sich, ob das der erste Kitesurf Cup in der Geschichte sein könnte, bei dem hier überhaupt nicht an den Start gegangen werden kann. Ja, wie ist die Stimmung auf dem Gelände? Wir haben uns mal umgehört. Windstill, das ist relativ untypisch für Sylt. Jetzt befürchten wir, dass es der erste Kitesurf Cup werden könnte, an dem gar keine Rennen gefahren werden. Wie ist die Stimmung? Ja, wir freuen uns natürlich jetzt alle hier auf diesen kleinen Fun-Contest hier, dass wir immer was zu sehen bekommen, weil die letzten Tage haben wir ja schon gesehen, dass ablandige Luft und Wind war und dementsprechend keine Möglichkeit war zu kiten. Und das Animationsteam hat aber viel versucht, auch für die Kinder ein bisschen was zu machen und von daher versucht man sich hier die Zeit so ein bisschen totzuschlagen irgendwo, ne? Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, so sieht's aus. Genau, der Kitesurf Cup Sylt, sind Sie extra dafür angereist? Nicht extra, war jetzt zufällig, dass das hier gleichzeitig stattfand. Sind Sie den Wassersport interessiert? Ich war Windsurfer. Perfekt, dann sind Sie ja quasi der Experte. Ja, dann können Sie aber auch nachvollziehen, dass Sie, ja, die Fahrer vielleicht auch ein bisschen frustriert sind. Es könnte der erste Kitesurf Cup ohne Wind werden. Ja, das ist sehr frustrierend für die Surfer. Und finde ich auch sehr frustrierend für die Leute, ja. Was würdest du sagen, wenn das der erste Kitesurf Cup auf Sylt ist ohne Wind und ja, Rennen? Mega schade auf jeden Fall. Wenn jetzt nichts geht, aber ich glaube, es geht gleich was. Wie ist die Stimmung so bei euch? Ja, wir warten, dass endlich losgeht und hoffen, ein bisschen Spaß haben zu können. Gut, dann drücken wir gleich die Daumen. Du gehst gleich noch aufs Wasser, oder? Ja, auf jeden. Gut, seid ihr irgendwie wassersportaffin? Ich eher weniger, aber die Wenigkeit hier, der kann das ganz gut, habe ich mal gehört. Gut, jetzt habt ihr euch eigentlich die besten Plätze hier gesichert und wie ist es, dass im Moment zumindest leider noch nichts passiert? Nee, noch nicht so viel, ne? Schauen wir mal, was noch kommt. Aber die Stimmung? Ist gut. Hallo und herzlich willkommen. Auch heute melden wir uns wieder aus dem Sylt 1 Strandstudio hier mitten auf dem Eventgelände. Und wie immer bin ich nicht allein. Neben mir sitzt Nusa Denkler, eine der Kitesurferinnen. Hallo Nusa. Hallo. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, wahrscheinlich Zeit, weil wir haben leider immer noch keinen Wind. Es läuft gerade die Fun Competition draußen. Ja, wie geht's dir hier beim Kitesurf Cup, wenn da kein Wind ist? Ist es so ein bisschen demotivierend oder? Naja, es geht. Es ist halt ärgerlich, dass kein Wind ist, aber man kann halt echt viele Sachen hier unternehmen. Man kann auf dem Pumptrack ein bisschen skaten, auf die Slackline. Der Sonnenuntergang ist richtig schön hier. Also es gibt immer was zu tun. Man muss es sich nur schön machen. Du hattest ja nicht ganz so eine weite Anreise. Du kommst zwischen Kiel und Flensburg, hast du vorhin gesagt, den Namen weiß ich leider nicht mehr. Seit Oktober wohne ich in Damp und davor habe ich mein ganzes Leben lang in Ägypten gelebt. Ja, und Damp an der Ostsee. Wo ist denn jetzt dein primäres Kitesurfgebiet? Ist das vielleicht sogar Sylt, oder? Nein, also seitdem ich hier bin, kite ich leider nicht mehr so viel. Also dann eher nur auf Events oder wenn ich dann mal wieder zu Hause bin. Dann da. Aber ich habe halt ein Cable direkt vor meiner Haustür und da bin ich auch öfters unterwegs. Okay, wenn du jetzt sagst, du bist in Ägypten aufgewachsen, wie kommt man denn da zum Kitesurfsport? Ist das da gang und gäbe? Ja, also Ägypten ist halt einer der besten Plätze für den Sport. Da hast du immer Wind, Sonne, warmes Wasser. Was will man mehr? Natürlich kommt man zum Kiten. Und jeder kitet da und seit 2011 kite ich. Und es war halt während der Revolution und da bin ich halt einfach dazu gekommen, das einmal mal zu machen. Und früher war ich auch oft Windsurfen und Wakeboarden und das war halt die perfekte Kombination von Windsurfen und Wakeboarden und dachte mir, ja, das ist super, das mache ich jetzt. Genau, was fasziniert dich daran, wenn du sagst, es ist die perfekte Mischung? Also das Ding ist, beim Wakeboarden hast du halt immer noch, benutzt halt Strom oder halt hinterm Boot und das ist halt nicht was aus der Natur. Beim Kiten hast du halt den Wind und beim Windsurfen wird halt ein bisschen oldschool sozusagen. Jetzt nichts gegen das Windsurfen, ich habe das auch richtig lange gemacht und ich finde Kiten ist einfach mal was Neues, was richtig cool ist. Jeder kann das machen, alle Altersklassen, ja. Kannst du denn davon leben oder hast du auch noch einen normalen Job? Ja, ich mache gerade eine Ausbildung zur Physiotherapie und davon leben würde ich mal sagen momentan. Also man kann es nicht für immer machen, sozusagen. Man kann es ein paar Jährchen machen, ein bisschen Geld nebenbei verdienen, aber für immer ist das nichts.
Wie läuft denn die Saison für dich im Moment so? Eigentlich ganz gut. Ich war jetzt bei ein paar Contests dabei letzten Wochen, war gut gelaufen, hatte auch echt viel Spaß. Aber ja, es fehlt halt die Zeit natürlich. Es fängt das richtige Leben an, Ausbildung, Lernen, Arbeiten. Jetzt bist du aber erstmal hier auf Sylt und kannst die Tage noch genießen. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Team-Challenge hier. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, oh ja, da bin ich dabei? Also ich bin mit Flysurfer hier, das ist eine Kite-Firma. Und wir waren vor ein paar Monaten in Podersdorf, da war nämlich der gleiche Contest und da haben wir den zweiten Platz bekommen, war richtig knapp zum ersten Platz und da haben wir gesagt, so, jetzt machen wir nochmal, gehen wir nach Sylt. Ja, und haben halt gehofft, dass mal ein bisschen Wind ist, um ein bisschen was zu zeigen, aber ist halt so, kann man nichts machen, dass kein Wind ist. Ja gut, da habt ihr die Gelassenheit sozusagen schon entwickelt, das können wir leider nicht beeinflussen. Ja, die Männer stehen eigentlich auch bei der Sportart meistens irgendwie im Vordergrund, aber die Mädels holen ziemlich gut auf, würde ich mal sagen. Was würdest du sagen, braucht man Kraft oder kommt es auch auf die Technik an? Wo liegen da die Unterschiede? Ich würde sagen, es kommt viel auf Technik an und es ist auch eher eine Kopfsache. Also wenn du die Sachen in deinem Kopf machen kannst, dann musst du einfach an dich glauben und dann schaffst du das auch als Mädchen oder auch jeder. Es ist alles eine Kopfsache. Alles, was du machst, was du tust, es hat nichts mit Kraft zu tun, Technik und Kopfsache. Ja. Tobi Breuer saß hier vor ein paar Tagen und sagte, er hat ja über 1000 Tricks irgendwie in seinem Repertoire. Woran denkt man, wenn man auf dem Wasser ist? Also denkt man wirklich so, das muss jetzt so gehen oder das könnte ich probieren oder geht das alles automatisch? Ja, Tobi ist ja Oldschooler. Da kann man machen, was man will. Man kann immer weiter und mehr und höher und man kann es immer noch weiter, wie sagt man das jetzt, weiter pushen, immer an die Grenzen gehen. Und beim Freestyle ist es halt so, dass man die Tricks, die man hat, die muss man halt erstmal stehen und dann geht es halt weiter, nochmal ein bisschen höher kommen, ein bisschen mehr Power, mehr Stil reinbringen, ein bisschen paar Grabs und so. Beim Oldschool ist halt, du hast halt richtig viel Zeit in der Luft, du kannst halt alles Mögliche raushauen und bei Tobi, der ist halt gut in dem, was er macht. Und er kennt keine Grenzen, er macht einfach weiter. Und das ist cool. Also so schon irgendwie so ein kleines Vorbild vielleicht. Was wäre dein persönliches Ziel in dem Sport? In dem Sport? Spaß haben. Spaß haben ist das Allerwichtigste. Ja. Wie geht's jetzt die nächsten Tage noch weiter für dich hier auf Sylt? Auf Sylt? Also morgen geht's ja schon wieder nach Hause, also zurück. Und dann, ja. Nichts mehr. Also wir sind jetzt mit Mercedes unterwegs und Makulo und jetzt später gehen wir noch ein bisschen filmen, ein bisschen ein paar Sachen machen und sonst was. So bei der Challenge in Warnemünde mit dabei? Nein, leider nicht. Also steht auch nicht fest, aber ich glaube nicht. Ist zu kurzfristig. Ich wusste auch nichts von dem Event, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht wird das ja noch was, aber ich glaube nicht. Ja, vielen Dank. Wir drücken dir auf jeden Fall weiter die Daumen für deine weitere Karriere, für deinen Werdegang. Ich sage danke, dass du hier warst. Und Ihnen sage ich danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Schließlich bekommen die Besucher am Brandenburger Strand doch noch etwas zu sehen. Ein kurzes Skippers-Meeting, dann gehen die Kitesurfer aufs Wasser. Offizielle Wettkämpfe ist der Wind zwar nicht stark genug, für eine Fun-Challenge allerdings schon.